Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von uns. Mein Name ist Hunter Claudi, das ist Rentierer Kelly, meine Nichte. Und heute haben wir für euch den Maybelline Happy Holidays Adventskalender. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, den Maybelline Happy Holidays 24 Beauty Überraschung Adventskalender bekommen wir jetzt bei Rossmann für 54,99 €. Und ich möchte euch gerne den Adventskalender vorstellen und meine Nichte darf die Bewertung abgeben. Ich finde, das ist ziemlich cool. So, dann schauen wir mal hinein, was da so drin ist. Wenn man es dann endlich mal geschafft hat, den Schuber zu entfernen, haben wir hier einen wirklich wunderschönen Boxen-Adventskalender. Ich mag den sehr gerne leiden und finde auch, dass man den die Weihnachtszeit über sehr gut hinstellen kann. Man hat hinten leider keinen Aufsteller, sodass man das so ein bisschen gegen die Wand lehnen müsste oder so. Aber na, wir gucken mal hinein. Als erstes habe ich hier drin in der Nummer 1, in der Nummer 148 Summer Pink, einen Cream Lipstick. Das ist einmal dieser hier. Und ja, hier haben wir die Farbe. Der ist schon krass. Also das ist mal eine Farbe, holla die Waldfee, ne? Also der hat Glow mit dabei und, weiß ich nicht, Sternebewertung, 1 bis 10. Was würdest du sagen? 8. 8? Ja. Echt? Ja. Das ist krass. Feierst du? Okay, 8 Sterne. Schauen wir nun in die Nummer 2 hinein. Das ist relativ leicht. Eine Mascara, die ist wirklich gut. Das ist eine von den neueren. The Falsies Surreal Mascara. Eine kleine Größe ist das hier mit 4,7 Millilitern. Die ist ja auch in einer dieser fancy Verpackungen auch drin. Die müsste ich auch noch in Originalgröße da haben. Schauen wir uns mal das Bürstchen an. Das dürfte eine Gummi... Nee, doch. Das ist so eine fette Gummibürste. Die macht Wawawum Lashes. Das kann man nicht anders sagen. Da ist ein bisschen weiße Fläche vom Hintergrund. Die ist schon krass. Was meinen wir? Auch eine 8. Auch 8 Sterne? Ja. Nicht schlecht. Ja, eine Mascara finde ich auch immer ziemlich cool in einem Adventskalender. Ne? Das braucht man halt auch immer irgendwie. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und die ist sehr, sehr schwer. Da kann ich mir vorstellen, ja, dass wir da so ein Color-Tattoo drin haben. Das ist sehr, sehr praktisch, weil wir können das 1A verwenden, so auf dem Lid. Und das hält dann auch den ganzen Tag über. Es ist quasi ein Monolidschatten und den habe ich hier in der Farbe Pink Gold. Und das ist eine schöne, tragbare Farbe, die man auch ganz normal im Alltag tragen kann. Finde ich eigentlich ganz cool. Was meinst du? 5 Sterne, okay. Pinker Lippenstift kriegt also mehr Sterne als ein pinker Lidschatten. Hier haben wir die Nummer 4. Dafür, dass das so groß ist, ne, ist das super leicht. Da haben wir bestimmt ein Kajal oder sowas drin. Ein Lip Liner ist das. Der Maybelline Color Sensational Lip Liner in der Farbe Nude Whisper. Kannst du wirklich zu jedem Lippenstift kombinieren. Das ist ganz praktisch. Und mit einem Lip Liner verhindert man auch so ein bisschen dieses Auslaufen von Lippenstiften. Ist jetzt nicht so wild, wenn man 14 ist und noch nicht so die Lippenfältchen hat. Aber mit 34 Jahren ist das Ganze etwas anders. Eine 6. Eine 6, okay. Wow, der Tag vor Nikolaus, die Nummer 5, ist richtig groß und die fühlt sich auch relativ schwer an. Also ich wüsste jetzt nicht, welches Make-up-Produkt wir hier drin haben, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir letztes Jahr auch so ein bisschen Pflege hier mit in dem Adventskalender hatten. Tatsache. Passt aber auch zum Adventskalender. Das ist Garnier Skin Active in einer Reisegröße, Micellenreinigungswasser, All-in-One für empfindliche Haut. Damit kannst du halt 100 Milliliter, ne, kannst du dein Make-up runternehmen. Also wenn man gefühlt den ganzen Adventskalender einmal ausprobiert hat im Gesicht, kannst du das hier mit runternehmen. Eine 9. Eine 9? Ja, ist halt einfach praktisch, ne? Nikolaus, der 6. Dezember. Maybelline kommt aus New York. Amerika ist ja, glaube ich, am 5. Dezember eher so, dass die Nikolaus feiern. Oder ich komme da immer durcheinander. Ich habe so viele Adventskalender aus so vielen verschiedenen Welten, vor allem Ländern. Mal gucken, ob wir hier aber trotzdem Highlight-Produkt drin haben. So eine Mascara wäre doch cool. Oh, das passt zu dem Matte Whisper, Nude Whisper, den wir eben hatten, zu dem Lip Liner. Der Superstay Matte Ink ist das. Habe ich in der Farbe Seductress 65. Das ist ein Liquid Lipstick. Der ist schon cool. Was meinst du? 9. Eine 9, ne? Das ist schon fancy. Vor allem letztes Jahr hatten wir den, glaube ich, oder halt sowas in einer anderen Farbe, in der 24. Und jetzt haben wir es in der 6. Die Nummer 7 ist am Start. Maybelline Express Brow. Ah, Fest Sculpt Mascara. Das ist ein Augenbrauengel, müsste es jedenfalls sein. In der Farbe 10 Clear. Richtig gut. Dann kann das auch einfach jeder verwenden, egal welche Haarfarbe man so hat. Wie viel Milliliter sind hier denn drin? 3,5 Milliliter sagt die Rückseite von dem Adventskalender, denn da sind die ganzen Produkte auch nochmal aufgeführt.
Und dann schauen wir mal hinein. Oh, ja, das ist wirklich ein schönes Augenbrauengel. Eine schöne Bürste. Also, ne, da haben wir auf der einen Seite kurze Fasern, auf der anderen Seite lange Fasern. Ist ganz praktisch. Verwendest du sowas? Ja. Ne? Und wie viele Punkte? 7. 7, ja. Das ist einfach praktisch. Ne? Dann hast du deine Augenbrauen gebändigt. Das kannst du immer gut gebrauchen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Hier fühlt sich das an wie ein Nagellack tatsächlich, weil Größe, Gewicht oder noch so ein Color-Tattoo. Nee, Nagellack tatsächlich. Das ist eine sehr klassische Farbe. 15 Caramel Crush Fast Gel Nail Lacquer. Ist ganz praktisch. Es ist so ein bräunliches Nude. Ihr seht bei mir, ich bin halt eher so ein bunte Nägel-Fan. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Eine 7. Eine 7? Ja, also ist aber auf jeden Fall eine praktische Geschichte. Nagellack kannst du eigentlich theoretisch ganz gut gebrauchen. In der Nummer 9 dürfen wir uns hoffentlich über irgendwas Cooles, Großes freuen. Ist aber sehr leicht. Also hier würde ich tatsächlich vom Gefühl her, ne, auf eine Wimpernzange tippen. Mikrofaserhandschuh zur Reinigung und Trocknung des Gesichtes. Auch das sehr, sehr praktisch. Kann man dann auch zusammen mit dem Micellenreinigungswasser verwenden. Und das ist wirklich praktisch. Sowas verwende ich immer zum Abschminken oder zum Masken abnehmen oder so. Voll flauschig. Ne? Was meinst du? Eine 9. Eine 9, ne? Das ist cool. Also wir freuen uns wirklich in der 9 über das Ding. Der Adventskalender macht sich. Dieses Jahr wollen die wirklich einen raushauen, ich sag's dir. Wird es ebenso fancy in der Nummer 10 weitergehen? Das werden wir gleich sehen. Ja, das ist rein Nummer 11. Oh ja, das ist auch praktisch. Für mich geiles Produkt. Maybelline Hyper Precise All Day. Das ist ein Eyeliner in der Farbe Forest Brown. Das ist mal nicht dieses klassische Schwarz, sondern so ein schönes Dunkelbraun. Also wirklich, wirklich mal was anderes. Das ist ein Eyeliner mit so einer Filzstiftspitze. Eine 9. Ist schon geil, ne? Das macht so. Maybelline macht sich. Was ist da los? Mensch, geil. Freue ich mich. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, fühlt sich auch wieder sehr schwer an. Nagellack. Ähnliche Farbe wie eben. Also da hätten die vielleicht so ein bisschen Variation reinbringen können. Wobei das hier eher so ins Leberwurstfarbene geht und das andere eher so ins Bräunliche. Super Stay 7 Days Gel... Super Stay 7 Days Gel Nail Lacquer. Color. Reden. In der Farbe 931 Brownstone. So schaut der aus. Die haben schon eine gute Qualität, also die halten auch relativ lange. Was meinst du? Also die Farbe ist nicht so meins. Ist schon krass, ne? 6. 6, ne? Ja. Das ist halt wirklich Leberwurst, ne? Also Leberwurst, die du vielleicht ein paar Tage offen hast. Kommen wir zur Halbzeit. Die Nummer 12 ist am Start. Vielleicht eine Full-Size-Mascara zur Halbzeit? Nee. Oh, geil. Von Maybelline haben wir hier Luminous and Smooth, eine Full-Size von dem Hydrating Primer. Lichtschutzfaktor 20, auch sehr schön. 30 Milliliter sind hier drin. Sowas ist einfach cool, wenn du es unter deine Foundation oder so gibst. Und ja, das ist eine nice Kiste. Was meinst du? Eine 8. Eine 8, ne? Ja, das ist ein Kracher. Hier habe ich jetzt die Nummer 13, die sich sehr, sehr leicht anfühlt. Da haben wir vielleicht einen Anspitzer drin oder so. So ein klassisches Tool, ja. Aber wir werden vielleicht hier auch irgendwas zum Anspitzen drin haben. Dann kann man es gebrauchen. Mal gucken. Also Maybelline-Anspitzer sind sehr, sehr gut. Ich persönlich präferiere eher so diese Anspitzer, wo du zwei verschiedene Größen drin hast. Aber es ist okay. Was meinst du? 6. 6? Ja, es ist halt leider offen, ne? Also cool wäre es gewesen, wenn er auch noch einen Deckel drauf gehabt hätte. Die Nummer 14. Hier haben wir auch wieder was Schweres drin. Entweder Nagellack oder Color Tattoo. Color Tattoo wäre nicht so deins, ne? Nagellack. Oh, geile Farbe. Das ist so ein richtig schöner Pflaume-Ton. Possessed Plum heißt der auch. Fast Gel Nail Lacquer haben wir hier. Das ist eine richtig schöne Farbe. Sowas, ne? Finde ich fancy. Eine 8. Eine 8, ne? Das ist eine coole Farbe, Leute. Die kannst du wohl tragen. Auf den Füßen, auf den Händen. Hm. Die Nummer 15 fühlt sich sehr leicht an. Oh, eine Mascara. Die Curl Bounce Colossal Mascara. Hier haben wir auch eine Travel Size drin. 5 Milliliter sind hier drin enthalten. Die ist per se... Also ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich habe bei manchen gesehen, dass die richtig Wawa Wum Lashes gemacht hat. Bei manchen halt leider nicht ganz so. Bei mir auch nicht ganz so doll. Die hat so eine leicht gebogene Bürste. Das ist... auch Gummi irgendwie. Die sieht so ein bisschen wurmmäßig aus, ne? Also es ist schon spektakulär. Ja, was meinst du?
Sechs, ne? Ja. Da ist die andere auf jeden Fall cooler. Mhm. Also ich finde es ehrlich gesagt ganz cool, dass wir jetzt nicht so übermäßig viel Lippenprodukte hier bislang so drin haben. Ne? Das ist schon sehr abwechslungsreich. Die Nummer 16 ist auch wieder recht leicht. Da haben wir drin einen Lip Liner, dürfte das sein, in der Farbe Nude Set. Ja, Nude Seduction, Color Sensational. Also es ist jetzt ein weiterer Lip Liner und diese Lip Liner kannst du auch tatsächlich 1A als alleiniges Produkt verwenden, weil die sind halt auch so, ne, herausdrehbar und ist auch so ein bisschen lippenstiftmäßig. Ist jetzt schon der zweite Lip Liner. Was meinst du? Eine 8. Eine 8? Die findest du geil? Ja. Ist schon eine schöne Farbe, das auf jeden Fall. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, schauen wir mal, was wir hier drin finden. Okay, ein Scrunchie. Praktisch. Kann man gebrauchen. Das ist auch tatsächlich Maybelline selbst. Und was ich cool finde, ist die Farbe. Dieses richtig geile, weihnachtliche Rot feiere ich definitiv. Und ich habe auch letztes Jahr entschieden, dass ich nicht mehr über Scrunchies meckere. Und das ist auch ein gutes Scrunchie. Was meinst du? Eine 10. Eine 10? Findest du geil? Das kannst du halt auch einfach jederzeit tragen. Das finde ich ganz praktisch. Und bei deinen Haaren macht das auf jeden Fall Sinn, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Hier haben wir wieder einen Stift. Oh ja, das ist auch praktisch. Das ist ein Kajal. Es darf in keinem Adventskalender ein Kajalstift fehlen. Und das ist jetzt einfach in der Farbe 33 Black. Der Soft Kohl Liner Expression Line Refine Tüdelü. Dieser hier. Und ich denke, dass das auch einer zum Anspitzen sein wird. Ja, und da haben wir ja tatsächlich auch den Anspitzer für drin, was ganz praktisch ist. Hey, den haben sie aber spitz gemacht, oder? Da musst du aufpassen, dass du dir kein Auge ausstichst. Eine 7. Eine 7, ja. Was findest du besser? Kajal oder Eyeliner? Eyeliner. Eyeliner? Das ist also haltbarer, finde ich, ne? Wow, dass wir einfach schon jetzt auch bei der Nummer 19 sind, also theoretisch am 19. Dezember angekommen sind. Ui, das ist auch praktisch. Cheek Heat, das ist ein Nude Burn 15 Nude Burn 10 ml. Das ist ein Blush. Und bei denen ist es ganz cool, dass die nicht zu krass sind, also du kannst sie super aufbauen, aber die sind nicht zu sehr bam in your face und die sehen relativ natürlich aus. Also finde ich ganz süß. 7. Eine 7? Herzlich willkommen im 20er Bereich. Also es geht schon zum Endspurt hier entgegen. Da ist noch Mascara oder sowas drin. Yo! Die Sensational, Lash Sensational Mascara, die mag ich gerne. Also die macht bei mir halt auch richtig Bababoom-Wimpern. 4,5 ml sind hier drin und so schaut es einmal aus. Das ist normalerweise so eine, die oben und unten so ein bisschen spitzer ist und in der Mitte so bauchig. Und die hat auch ein ganz tolles Bürstchen, also die ist krass, aber ich finde die geil. Ne? Ja. Ist halt so ein bananenförmiges Bürstchen, Gummibürstchen. An der einen Seite haben wir so kurze Borsten, an der anderen Seite so längere Borsten. Und wenn du die aufträgst, musst du, also für oben zum Beispiel, ne, dass du das, das tatsächlich nach oben machst und dann durchgehst, dann geht die Party richtig ab. 9. 9, ne? Yes, hammermäßig. Das ist auch so ein Staple-Produkt. Die Nummer 21. Nagellack, ja, der klassisch rote Nagellack darf halt im Adventskalender irgendwie auch nicht fehlen, ne? Auch hier Superstay Forever Strong 7 Days Tüdelü in der Farbe 08 Rouge Passion. Ich glaube, den haben wir in jedem Maybelline Adventskalender drin. Finde ich als Adventskalenderprodukt super und als generelles Produkt, was meinst du? 9. 9? Ist schon, ne? Kannst du halt, also ich trage sowas das ganze Jahr über, ich bin da gar nicht so. Die Nummer 22 ist voll leicht. Ich glaube, da ist irgendwie ein Beauty-Schwämmchen oder sowas drin. Die zweite und letzte Schnapszahl. Ja, praktisch. Maybelline New York Make-up Blender. Cool. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, um Foundation einzuarbeiten oder halt auch zum Beispiel den Blush. Der fühlt sich auch ganz gut an. Rosa, ne? Das muss natürlich sein. Schön weich, mit ein bisschen Wasser nass machen, dann hast du ihn richtig schön flauschig. Eine 10. Eine 10, ja. Schon praktisch sowas. Darf man immer. Echt. Und es ist einfach angenehm, wenn einem Schwämmchen übers Gesicht bouncen. Es ist der 23. Dezember, der Tag vor Heiligabend. Was machen wir denn da noch? Oh! Ich frage mich nicht mehr, woher ich blaue Flecke habe, ne? Hier haben wir den Tattoo Liner drin, aber in Striking Navy. Das ist praktisch, denn das ist so ein Blau
Und ich weiß nicht, ob man den hochdrehen kann oder ob man den anspitzen muss. Nee, den kannst du, glaube ich, hochdrehen. Hier kannst du, glaube ich, drehen. So ein schönes, dunkles Blau. Auch mal was anderes und eine Pop-of-Color. Fünf. Ist nicht so ihrs, ne? Also für 24 ist es schon klein. Ja, ne? Für eine 24 ist es klein, aber was ist da wohl drin? Auf der Verpackung war ja gesagt worden, dass da eine ganz bestimmte Mascara sich in dem Adventskalender versteckt. Und die vermute ich jetzt, ja, in der Full Size hier. Oi, das ist eine geile Verpackung. Das ist die Lash Sensational Sky High Mascara in einem wunderschönen Rose Gold. Oh mein Gott, ist die hübsch. Die ist ja richtig hübsch. Ja, und hier haben wir dieses passend zu Weihnachten natürlich tannenbaumförmige Gummibürstchen. Schaut so aus. Eine 8. Eine 8? Ja. Wäre die in schwarz, wäre es ein 10, ne? Ja. Ja. Fazit zum Adventskalender. Maybelline, dieses Jahr habt ihr aber richtig gut gemacht, oder? Ja. Ja, ne? Was sagst du insgesamt zum Adventskalender? Also eine 8. Mhm. Die meisten Sachen waren aber schon gut, ja. Ja, ne? Kann man auf jeden Fall sich mal anschauen. 54,99 ist eine Stange Geld, aber bei Rossmann hat man immer die Möglichkeit, wenn man vor Ort shoppen geht, diesen 10% Rabattcode zu bekommen. Das sind immerhin ja 5,50 €, ne, dass man da nochmal Rabatt drauf bekommt. Und ich denke auch, die ein oder andere Homepage wird dann ja auch immer wieder Gutscheine haben. Also ist schon eine empfehlenswerte Sache. Du hast hier Make-up drin, ein ganz kleines bisschen Pflege und auch ein paar Tools, aber definitiv brauchbar, definitiv empfehlenswert. Du kannst damit fast ein Fullface schminken. Traumhaft, kann ich empfehlen. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Vielen Dank an Raquel fürs Mitmachen. Ich freue mich mega. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass uns auch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.